Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Fortschritt wieder und Dialekt das wieder dazu. Genau. Also ich habe das in dann 5, das habe ich letztes Mal vergessen zu zeigen, aber jetzt zeige ich es euch. Und zwar, das ist mein Durchkommen, hier habe ich jetzt Kisten eingebaut. Ihr seht schon, hier gibt es Punkte drin, ich werde die jetzt nicht ausnehmen, das muss ich jedes Mal wieder reinlegen. Zeigen wir gleich mal. Slash Gift. Ich zeige es jetzt mal mit einem Steinblock. Was ich jetzt hier reinpacke, dann würden wir jetzt einmal da unten reinnehmen, dann würden wir das Ding anschieben, dann fährt es los. Seht ihr? So, dann können wir normalerweise Blöcke aktivieren, die sind jetzt schon aktiviert, wieso auch nicht. So, hier kann ich rüberspringen und wird das rein. Und dann mache ich sterben. Scheiße, ich habe meinen Spawn nicht gesetzt. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich will jetzt erstmal das Bett hier benutzen. Bevor hier wieder sonst was passiert. So, probieren wir es nochmal. Ich spiele rüber. Und hier ist dann das Ding angekommen, weil ich das gerade nicht öffnen kann, weil ich scheiß Schilder am Weg spitze. Ich weiß nicht, ob ich das mit Spawn-Point jetzt und sowas machen soll. Ich weiß, was wir im Bett machen, weil ich das da noch nicht wusste. Wenn ich das gebaut. So. Dann speichern wir noch ganz kurz ab. So, dann öffnen wir mal hier gut reinnehmen. Ich habe jetzt einen Steinblock rein. Das ist gerade meistens Game Mode 1. Ich habe das Land eh schon gespielt. So, dann nehmen wir jetzt hier aus der Kiste den Punkt wieder rausnehmen und hier wieder reinpacken. Und hier an diese Punkte sollte man sich dann am Ende für Glowstone craften. Hier ist auch noch eine Kiste, um gleich zu sehen. Kleine Rätsel fangen, das ist nicht so hell ist. Und wir gehen immer wieder zurückschieben, bis der oben steht. Wir haben hier ein Bett. Aufstehen, kurz Nacht machen. Und dann können wir wieder unsere Sachen reinlegen, das hier anschieben. Dann kommt sie an. Rausnehmen und kann ich mir wieder rausschieben. So. So. Da ist noch eine Kiste, aber dann die andere Seite wieder ist noch eine Kiste. Weil jetzt hier weitergeht, bekommen wir jetzt die Sachen. So, dann können wir jetzt anfangen. Wieder rausgehen. Dann habe ich nicht mehr die Sachen. Vielleicht nehmen wir das drin raus, das vielleicht kann ich rausschmeißen. Dann noch ein paar Punkte, Monster Spawner. Wenn man den kriegt, schreibt einfach in den Chat slash GIF, einen Spielernamen. Da einfach Mob Spawner. Mit Unterstrich, also wie ein Command-Block. So, gehen wir jetzt mal rein. Und dann geht's nämlich in mein Haus. Jetzt hat schon alles. Ihr seht es hier schon, das Licht leuchtet. Ich stelle mal auf 10.000. Und jetzt ist das Licht aus. Aber 18.000, das ist so ganz. Mitternacht, glaube ich, irgendwann. Irgendwann mitten in der Nacht, wo die Sonne komplett weg ist. Dann ist das Licht an. 1000, das ist aus. Und dann habe ich an der Klinge noch was umgebaut. Und wenn man jetzt drückt, steht jedes Mal im Chat, wer an der Tür ist. Und hier, das hier ist mein. Für das da ist, das zeige ich euch. Denn jetzt habe ich mein Licht umgebaut. Und wenn ich jetzt abends mache, dann seht ihr hier auch schon. Ja, hier ist der Tag-Nacht-Sensor mit Dings dran, Computer. Jetzt gehen wir ins Haus rein und ihr seht, die Lampen sind an. Alle Lampen sind an. Bei dem Hebel kann man dann das ausstellen. Das heißt also, die Lampen gehen aus. Das heißt also, ich mache mal ganz kurz ein Schild hin, weil ich nicht noch was vergesse. Bis dahin. Habe ich hier. Automatisch und da machen wir Verzeichnung aus. Das heißt, wenn der Hebel unten ist, dann die Lampe aus. Und wenn der Hebel oben ist, heißt nach Tageslicht automatisch. Kennt ihr ja schon. Das ist aus. Damit geht immer noch. Ja, dann macht es aus. Wenn ich mal rausnehmen soll, dann ist es egal. 100.000. Und die Lampen gehen auch wieder nacheinander aus. Und es ist da draußen. Draußen geht die Lampen auch aus. Ja.
8000 und nachher das Ding nochmal wieder an. Und dann wieder 8000. Kann ich sie ausgeben. Und dann kann ich das ausgeben. Und dann bin ich bei der Haustür. Das Nachricht finde ich auch wenig sicher im Sauerspiel. So, ich zeig dann mal bis gleich. Bis in der nächsten Welt. Das Licht aussuchen. Dann bis gleich. So, mal wieder meine eigene Welt hier. Ihr seht schon, aber ja, ich habe vorhin gerade das weggeschmissen. Wir haben jetzt 4 Schlüssel beim letzten Mal. Times 18.000. Dann seht ihr, die Lampen gehen alle automatisch an. Auch da hinten und da, das da hinten ist das Brandband. Ihr seht schon hier. Mache ich mal ganz kurz das Monster an. Auf schwer ist zu schnell das Spawn. Seht schon, kein Zombie schafft es mehr hier in unserer Festung bei. Okay, komm. Komm, Token. Und da schon. Die Sterne. So. Gott, jetzt habe ich gerade wieder gedacht, da wäre einer, aber das habe ich den halt vorgeschossen. So, im Dorf gewohnt, dann wieder 1000, die dann gehen die Lichter schon aus. Seht schon. Tja, dann können wir hier den Schlüssel reinlegen. Wenn das Tor aufgeht, dann muss ich das hier rausnehmen. Kann ich jetzt hier schalten? Ja, das ist der falsche Raum. Das ist der falsche Raum, das war nämlich der Raum von der Tür. Also hier sind die ganzen Fackeln, die Lampen steuern. Da oben ist der Tag-Nacht-Sensor, da sendet hier das Signal hin, dass wir die Lüge gestört wird und dann gibt es verschiedene Lampen-Leitgruppen auch als Nacht. Ich sehe jetzt, es sieht aus, wieder die Fackeln gehen an, dadurch werden die Lampen angesteuert. Wieder an, dann geht hier das an, das geht hier jetzt den ganzen Lampen unterirdisch. So ist das also, das Geheimnis da oben, dazwischen davon, so, kommt da rein, kann ich vorstellen. Kellergeschoss, da hat sich einiges verändert. Da habe ich eine Menge Sachen gebaut in der letzten Woche. Erstmal hier die Ohren setzen, Knopf drücken. Jetzt setze ich schon ein Dach drüber. Das hat aber jetzt nichts mit den Sachen zu tun. Das ist kurz, weil ich was umgebaut habe. Das hier ist der zweite, den ich gegangen habe. Das heißt, besser nachzuvollziehen ist. Also, ich kann es besser erkennen. Ihr seht schon, die Rucksack wieder auf dem Boden. Jetzt ist es nicht der Ende der Folge. Jetzt aber zurückgehen, sehen wir aber, dass wir schon so schnell am Ziel sind. So können wir hier unsere Kontrollkarte einwerfen. So. Dann kommt sie wieder raus. Dann kommt sie wieder raus, was sie normalerweise auch tun sollte. Und das ist so viel. Ziemlich normal. Ich weiß nicht wieso, es ist verfahren, so kann ich jetzt nicht wieder raus. Sie hat sich nicht dann verändert, wir sind immer noch alles so wie vorher. Ich fahre hoch. Also ihr seht schon, wie es nicht mehr anders ist. Ich habe jetzt nicht mehr, ja keine. Wieso ich das wohl nicht hochgebaut habe, das liegt nur daran, dass es da unter den Würzen weit und zur Tür sind. Also muss ich auch. Hier hat sich nämlich auch etwas verändert, das nicht groß ist. Ich habe eine Kiste hingebaut, die zu machen. Das ist eine dritte Kiste. Hier eine Doppelkiste könnt ihr ja schon dazu umtauschen. Und dann könnt ihr auch schon ganz kurz hier wieder umtauschen. Hier auch wieder. Das sieht eigentlich aus. Das ist okay, die Kiste schwappt wieder rum. Ich muss jetzt auch zu machen. Dann geht's dazu. So. Also, ihr seht schon, hier sind jetzt Lampen. Und für diese da sind, seht ihr gleich. In der Küste sind noch nicht so ein Füßen, wo ich da reintun soll. Seht jetzt überall Lampen an. Überall. Dann können wir jetzt nämlich hier hochgehen. Da sind wir auch noch Lampen. Hier sind zwar noch 2 Lampen, 2 Leute zu verbinden. Packen wir hier die Karte rein. Dann kommt sie wieder raus. Ihr hört jetzt schon den Alarm. Ihr seht, die Lichter blinken alle. Ich muss mal ganz kurz die Lautstärke ein bisschen über Musik ausschalten. Musikblöcke auf jeden Fall etwas höher. Und dort so. Und die anderen Sachen habe ich immer ausgestellt, weil sie mich nicht stören. So, jetzt hört ihr den Alarm nicht wirklich.
sehe, dass hier alle Lichter, die sind, damit anzunehmen. Auch da hinten drin noch. Privatmarschlüssel anlegen. Jetzt bekommen. Das ist schon die Lichter wegen Order. Dann nimmt er für Verzögerung wegen den Lichtern. Und dann ist wieder auch noch. Für das da kriege ich nachher. Das seht ihr auch nachher. Ganz kurz da hinten, um das wieder umzustellen. Hier ist überall die ganze Lichter. So, dann geht man jetzt auf. So, können wir die Alarmkarte reinschmeißen. Dann kommt wieder raus. Jetzt ist auch nicht mal wieder, ich dann wieder dauerhaft an. Die Schaltung zeige ich am Ende. So, dann können wir jetzt erstmal diese Privatrennerkarte einwerfen. So, muss gerade ganz kurz schauen. So, mit Q einwerfen, dann kommt wieder raus, ich bin durch. Oder endlich ergangen, könnt ihr ja schon. Ich habe jetzt hier einen Seitenaufdruckplatten eingebaut. Dafür, dass man jetzt an der Seite irgendwie lang gehen kann. Seht schon, das ist immer noch wie früher, das ist ja. Dann habe ich hier weitergebaut. Hier stehen auch noch alle an, das ist schon was anderes. Das hat also nichts mit der anderen zu tun. Das ist hier noch so ein kleines Art-Labyrinth. Ja, und ich habe noch überlegt, wie ich einen geilen Zaubertisch verstecken kann. Und so. Die erste Idee war das, dass sind hier die Bücherregale hochgefahren kommen. Also, eine Druckplatte, alles ist mir dann aufgefallen, dass ich ja schon beim Endstein war. Und den Endstein kann ich weiter. Hier ist bis 24 verzaubern möglich, seht ihr hier. Schmeißen, ich bin hier, alles wieder rausbauen, Hebel. Ich habe das jetzt mit Hebel gemacht, für den letzten 50 dann wieder weg. Also hier ist es hier und das ist auch noch das Licht, das mit dem anderen verbunden. Dann gehen wir zu meinem Spannungsraum, der ist ein bisschen versteckt, also hier. Und hier die Tür dazu. Okay. Und hier ist der Mülleimer. Dann wir das kurz ein Buch reinschmeißen. Ja, toll. Und dann natürlich nicht direkt dagegen schmecken, sondern fällt man einfach hier aus der Welt raus. Hier ist ein Pool mit Lampen. Wenn man den Knopf drückt, dann kann man das Licht etwas dimmen. Dann nehme ich da oben dann sein Fuß. Da kann ich hier mit dem Schall nochmal drücken, das Wasser wieder weg. Dann haben wir Schallplatten. Das kann hier eine andere Lampe nehmen. Mal aktivieren hier für den da kommt jetzt Schwert raus und ja, man kann sich dann zeigen ganz kurz oder steht eben auch die Wacht überall und das Schwert hier wieder rein, es verschwindet sofort, es geht nicht direkt wieder da oben dann rein, so und ich halt kurz gucken muss wieder aus so wird jetzt hier die Lampe leuchten. Zurückgehen und auch wieder die Flasche hier die Lampe. Die Lampe. Und so, wieder zurückgehen. Das Ganze kurz ändern. So, hoch die auf. Das geht auch ein bisschen zu. Wir können jetzt hier und den Hebel dann wieder ausschalten. So, gehen wir weiter. Zurück. Hier muss man einmal ganz kurz drauf, damit es wieder aufgeht und nochmal draufgehen. Das ist wieder zu. Hier noch weiter, durch dieses kleine Labyrinth hier ist nichts. Dann geht es erstmal hier weiter. Hier ist der Portalraum. Und da hier ist hier das Nether-Portal. Jetzt reingehen und wir sind hier im Nether drin. Hier habe ich auch schon so ein Schutzfest gebaut mit einem Käufer hier, Bibliotheker, von einem Buch mit Gang 2, nicht so gewendet. Dann ist hier der Garten hinter dieser Tür. Hier wachsen dann wieder so mehrere Sachen da, auf dem Soul-Sand, also Seelensand. Hier in der Kiste haben wir Sachen. Und hier kann man dann rausgehen. Das ist mehr da selber. Da will ich jetzt noch nicht groß rangehen. Da gehe ich wieder rein. Dann sind wir auch geschützt gegen die Monster und so. Da können wir ja ganz kurz mal gehen und Müll wieder machen. Soll ich mal irgendwie. Was ist das was? Das ist ein Gnell-Mode. Ich habe wieder runtergeladen. Jetzt sind wir wieder da. Sehr schön von mir. Und 1. Und immer ist ein Knopf. Und jetzt ist eh nichts bringen, weil sowieso die Schatzfestung da ist. Die Monster kann ich sowieso nicht wegteleportieren. Die könnte ich nämlich auch wegteleportieren. So.
Alter. Das hier ist was hier kommt, das brauche ich noch etwas zu. Dann ist hier mein alter Raum hier für das, was wir sich mal angucken, Leute, was Besonderes hier zu machen. Hier ist jetzt die zweite Ebene, wo dann halt der Boden absinkt und wenn ich jetzt hier ein dieses Dreieck verzaubern möchte, Stärke 3 zum Beispiel, Knochenbuch rein, Schärfe 3, so. Und wieder wegschmeißen. Jetzt wieder auch hier. Fetter Boden wieder hoch. Und wenn man jetzt so verzaubern versucht, geht nur bis 5, weil dann halt die Blöcke im Weg sind. Das brauche ich jetzt erstmal kurz zu. Dann geht es hier weiter. Partyraum. Hier können wir jetzt nicht hoch. Ihr seht nachher wieso. Wir müssen hier durch. Ihr seht doch, wie gesagt, ihr seht gleich auf dem Boden. So, so was. Wir sind nämlich bei der Bar, können jetzt nicht dran machen. Und ihr seht jetzt auch schon hier die Tür, nicht zu lösen. Hier ist also nichts. Erstmal ist hier ein Schalter, mit dem kann man eine Lichtshow an- und ausstellen. Dann passiert das. Diese Kiste mit den Schaltwaffen drin. Schöne Sachen. Die Notenblöcke, wo man ein bisschen rumexperimentieren kann, ein bisschen rumspielen kann, während ich. Ups. Und dann ganz große Schaltwaffe drauf. So, können die jetzt sagen, wir brauchen nicht mehr. Lightshow geht nicht. Und das packen wir nochmal. Das heißt, passend zu der Lightshow noch. Und sieht ihr als nächstes? Und halt nicht der Lauer sein. So, ist sie als nächstes hier in der Emma, kann ich einfach die Schaltwaffe reinschmeißen. Und sie ist dann weg. So, jetzt nochmal mit der zweiten. Jetzt habe ich natürlich nicht gemerkt, dass ich die nochmal in die Kiste reinpacken muss. Also, ich bin wieder rein. Also, diese Scheißfeder mal. Kann man die irgendwie abschalten. So, wieder, kann man die schön zumachen. Wenn man sich nämlich in die Tür reinstellt, dann spart man in die Tür drin. Oder kann man einfach rausgehen. So, habe ich jetzt eigentlich schon alles gezeigt. Dann kommst du mir nämlich sofort, dass ich nichts vergessen habe. Ich habe nichts vergessen. Nein, ich habe sogar nichts vergessen. Und jetzt nehmen wir die Alarmschaltung. Das wollen wir nicht vergessen. Wenn wir jetzt die Karte anwerfen, dann kommt sie raus und dann der Alarm los. Die Lichter blinken dann. Ich habe die Fackeln halt. Dann hört sie auch runter. Dann seht ihr auch, wie lange die Fackeln ausbringen. Das ist
jetzt mit Ofen und dass wir alle gleichzeitig ausgehen. So können wir jetzt hier durchgehen. Und dann hier lasse ich euch auf, und dann wieder rausgehen. Also hier geht es erstmal wieder einfach zu den Fackeln. Ich steuere die Fackel. Hier. Das ist eine relativ große Verkabelung. Also hier geht die Karte rein und dann hier wieder durch. Und hier aufgemacht, dann stellt das hier das Tieflipflop um, wodurch dann die Kardinale als irgendwie Glock anspringt. Und dann gibt es hier noch gleichzeitig so Lampen da oben mit einer Fackel, das ist in der Umgekehrte, weil sonst würde ja. Also hier gibt es in den nächsten Lampen, da kann ich zuhören, das kann ich nicht. Und sonst würden ja die Lampen aus sein, wenn ich da auch nicht verkünde. Wenn das die Lampen an sind, wenn das aus ist, kann man auch auslassen. Ich war nicht mit Peter wegen Dings. Also da ist so die Fackel, die ist wichtig. Also sonst würden nämlich die Lampen aus sein, wenn die Alarmanlage nicht aktiviert ist. Wenn das sie an ist. Die Fackeln natürlich auch umkehren, wenn die Fackeln geben, immer das geht. Ein anderes Signal oder so. Kannst du mal aktiviert zeigen. Also hier. Und jetzt hier natürlich von der Fackel immer umgekehrt werden, das ist mal andersrum. Und jetzt hier ist die Flipflop umgestellt und die Glock angeschlossen. Die Glock angesprungen. Zwei voll aufgefangen mit Repeatern. Und kommen hier die Leitung zu den Lichtern hin und gehen hier die Leuchtzeuge noch weiter. Und die anderen Lampen. Da. Und hier überall hier sind die verschiedenen Lampen. Dann geht es unten und unterirdisch dann noch um die Lampen auf der anderen Seite. Ich kann jetzt allerdings nicht durch, weil das nicht so gut gebaut ist. So, da können wir eigentlich schon mal wieder rausholen. Kann man das auch ausmachen, einmal, dann sind wir auch schon hier. Hier sind wir umgestellt, hier ist man wieder auf die Nase, dass hier durch die Glocke dann gesperrt ist. Die Fackel bleiben wir die Lampen auch an. Das ist meine Fackel, wenn es so unklar ist, dann ist hier, wenn die Fackel noch leuchten. Also hier. Auch wieder überall. So kompliziert ist das eigentlich auch gar nicht. Aber das sind so jetzt nicht mehr die Tür. Bis hier habe ich die Lampen gebaut, weil ich kein Lust habe, noch mehr zu verkabeln. Von daher habe ich das gesagt. Jetzt zeige ich euch noch das hier. Den unendlichen Gang. Jetzt zeige ich euch das Facebook kurz. Jetzt hier lang gehen und ihr seht schon, ganz so ähnlich. Das wird spacken müssen, warum nicht mehr. So, also wenn ihr am Rand geht, dann spackt das Bild komischerweise nicht so da rum. Das hier allerdings geben wird schon das Spacken schon. Jetzt will ich euch ganz kurz das Geheimnis zeigen, wie ich das eigentlich gemacht habe. Sieht schon auch teleportiert. Denn, wenn man nämlich über diese Druckplatten hier läuft, dann kann ich zurück. Da können wir weitergehen. Hier ist dann wirklich schon das Ende. Aber man hat brutal wieder zurück teleportiert zum Anfang. Wenn es rübergeht, wird man einfach wieder hier an die Stelle teleportiert. Also, jetzt kann ich runtergehen und wieder zurückfahren. Mit der Lore. Sehe ich hier, hat sich irgendwie Großes verändert, irgendwie habe ich gar nichts anderes. Wieder zurückgehen. Lore kann ich wegwerfen. So ist das schwarz, weil das liegt daran, wie es da ist. Ich habe wieder was gemacht, das habe ich die Kamera nicht gesehen. So, können wir wieder zu einem Bergschloss natürlich. Ihr seht schon, es ist Nacht. Die Lampen sind gerade an, der Mond ist da. Die Lampen sind an. Dann brauche ich ganz kurz die Uhr, um zu gucken, wie spät es ist. Okay, so spät. Die Uhr zeigt ja eigentlich, dass es noch gar nicht wirklich Nacht ist. Zeit, aber ich habe mich schon ewig nicht mehr mit der Uhr aufgenommen. Das könnte wieder ausgehen. Das war's eigentlich. Also jetzt habt ihr mal ein paar Schaltungen noch gesehen. Wie es funktioniert, wie zum Beispiel mit dem Tag-Nacht-Sensor hier. Das kann man ja auch auf zwei Stufen einstellen. Ich weiß zwar nicht, was das bin. Also ich habe die immer noch. Ich habe die eigentlich meistens auf der ersten Stufe, es gibt noch eine zweite Stufe. Was die kann, weiß ich allerdings nicht. Nur sie wäre das. Ich muss ja noch eine Glocke, mit der ich früher immer Tag eingeschaltet habe, weil ich vorhin nicht wusste, wie der Tag nach dem Winter funktioniert. Und hier ist ja unser Loch. Und früher von der Schaltung. Jo, aber erstmal hier ist noch ein Sprung rum. Tschüss.
zur nächsten Folge von Rechtlicher Fortschritt in Minecraft. Bis bald!